Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Nioh. Hier ist euer Spooky VF. Wir hatten in der letzten Folge hatten wir den Boss da besiegt, diesen Schutzgeist, der UK. Und jetzt gucken wir mal weiter. Ja, was uns hier noch erwarten wird, alle beiden Pistolen sind leer. Und er hat so einen Raum hier nicht erwartet. Okay, hier ist irgendwas. Scheint durch eine Kraft verschlossen zu sein. Okay. Was haben wir denn für eine Haltung? Ich hätte gerne jetzt die Tiefe mal wieder. Was haben wir denn hier? Aha. Nichts getriggert. Scheiße, ich kann nicht schießen. Okay. Der Bogentypi hat uns gesehen. Ah, trifft auch der... Oh, komm weg hier. Alter. Muss ich erst wieder ein bisschen warm spielen. Komm her. Jawohl, lass die Bogentypi da hinten rumballern. Mal gucken, was uns hier erwarten wird. Okay, der ist weg. Sehr schön. Lootet. Ui, so nicht, mein Freund. Komm. Lass uns kämpfen wie Männer. Ja. Herrlich. Siehst du, nix kannst du. Und das auch nicht mal gut. So. Gucken, was wir hier alles so bekommen, wenn wir das klein. Also, Samurai-Punkte da unten, die spare ich mal ein bisschen auf. Dass wir bessere Fähigkeiten irgendwann erlernen können. Oh, was ist denn hier? Eine Druckplatte. Ne, das ist eine Falle. Oh, warte mal, da muss irgendwo eine Druckplatte hier sein oder so. Diese Falle auslöst. Was haben wir denn da? Auf den Boden achten ein bisschen. Ja, jetzt. Das. Was hat das jetzt ausgelöst? Ich hab's nicht gesehen. Hab extra noch auf den Boden geachtet. Sag's ja noch. Und trotzdem hat's uns dann böse in den Rücken gefeuert. Keine Ahnung, was es war. Oh, Eisenbachen. Ja, stimmt. Wir können ja auch schmieden. Das haben wir noch gar nicht so wahrgenommen. Ah, da war die Druckplatte. Da ist sie. Die haben sie aber übelst versteckt. So, jetzt haben wir wenigstens Pfeile hier. Guck mal da. Das war echt übel. Aber schön. Wir haben es ja trotzdem irgendwie glücklicherweise überlebt. Deswegen gar nicht meckern. Was ist denn das hier für ein Kerker? Das ist ein übelstes Labyrinth. So, schießt du dreimal. Genau. Wir gehen nämlich nochmal in diese Nische rein. Hier kann man sogar... Ne, hier sind wir hergekommen, oder? Ne, sind wir nicht. Okay. Oh, war ja. Ich sag's ja. Ich hasse Labyrinthe. Oh, und ich will meistens in so Spielen ungern was verpassen. Ah, komm, wir gehen mal hier runter. Da ist ja wieder so eine Macht. Ja, scheint durch eine Kraft verschlossen zu sein. Irgendwie müssen. Ja, die Türen sind fest versiegelt und das hatte ich, also müssen wir hier irgendwas triggern, damit wir diese Türen überhaupt öffnen können. Dann gehen wir doch mal hier lang. Ich renne hier auch ein bisschen waghalsig durch, aber will auch ein bisschen vorankommen. Jawohl, sehr schöner Überraschungsmoment. Manchmal ist waghalsig eben auch das neue vorsichtig. Oh. Schlecht. Oh, ah, Mann, nee. Hör mal auf. Ist hier sau eng. Dann sind noch die beiden hier. Erstmal den hier versuchen wegzumachen. Ah, hör doch auf, du Krabbel, du Bodenturner. Alter, ausweichen. Ach so, ausweichen. Setzt auch Key-Impulse frei mittlerweile. Ah, sehr schön. Komm her jetzt. Jetzt bist du ganz allein für mich da. Oh, dann trifft mich trotzdem noch die Drecksau. Oh, die hat eine Reichweite. Guck, das Ausweichen nützt hier nichts.
aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Alter. Jetzt muss er sogar in den Rücken dich drehen und dann trifft er. Jetzt aber. Oh. Nein! Weg, 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 weg! Boah. Alter. So, endlich. Mann, oh Mann, oh Mann. Schwere Geburt hier. Ist auch viele Elixiere gekostet. Aber dafür haben wir jetzt wieder welche. Puh, sag ja, ich muss noch warm werden. Nochmal die tiefe Haltung. Die geht mal eigentlich prinzipiell ganz gut ab. Aber war nicht ganz einfach hier gerade. Nur 3 Elixiere noch. Unbedingt ein Shortcut oder sowas. Was liegt denn? Ah, hier ist ein Gott. Zeigen wir mal den Rückweg an. Yay! Hallo, kleiner Gott. Geht's dir? Ich bin ziemlich verwundet und... keine Ahnung. Da oben ist was. Achso, ich kann... oh! Ich kann den Bogen ja gar nicht spannen. Wollte gerade wie bei Ark spannen, bevor er schießen ist, wieder ein Pfeil verballert. Super. Wieder über alles mit Statuen voll. Oh, oh, oh! Das ist Level Legend. Oh, komm, gib mir mal hier oben noch. Ne, der hat gar keine Pfeile verloren. So ein Mist. Das sieht sehr träge aus. Aber der hat bestimmt Wumms. Also, wenn er Attacken macht, wird er verwundbar anscheinend. Dann leuchten hier die Arme und so. Oh, oh, oh Gott. Der hat nicht nur Wumms, der frisst auch. Ne? Das ist eine richtige Rüstung. Kniescheibe? Oh nee, auch nicht. Dann würde ich sagen, da müssen wir halt, wenn wir treffen können, richtig treffen, ne? Ja, genau so. Deswegen hohe Haltung. Boah. Ist gut, dass man hier immer die Haltung so wechseln kann. Boah. Bevor wir hier nochmal eine Überraschung erleben, wechseln wir uns hier mal ein bisschen durch. Kaputt machen. Okay. Könnten wir nochmal in diese Richtung gehen? Da ist ja auch noch... ah, das ist dieser Stinkstiefel, den wir gesehen haben, glaube ich, oder? Oh, oh. Ja, super. Ja, er hat mich doch wahrgenommen. Ich wollte ihm in den Rücken fallen. Ja, ich hasse es, wenn Gegner auf erhöhten Positionen sind. Ich bin da lieber. Komm, wir machen nochmal jetzt... wow. Bleib mal locker. Hab dir nichts getan, außer dich ein bisschen gepiekst. Aber sehr schön. Ja, den Dreck wegmachen. Dreck wegputzen. Diese Schatztruhe wurde wohl geplündert. Und deswegen wird das Zeug in der Leiche sein. 3x Geisterstein, okay. Aber wenn hier... das müsste das gewesen sein, ne? Hier. Ich glaube, wir sind nämlich jetzt... ja, hier wären wir, glaube ich... ja, genau, hier war die Druckplatte. Hier wären wir eben auch direkt hier durch hergekommen. Jetzt haben wir alle Wege dann so weit abgedeckt, außer die verschlossenen. Das ist natürlich toll. So, was haben wir denn hier noch? Elixier, wunderbar. Wunderbar. Jetzt wäre so ein Shortcut oder sowas gut, dass ich nicht mal den ganzen Weg hier laufen muss. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Och, nee, nee. Nicht so ein Feuerspuck. Arschgeige. Och Gott. Wo geht's denn hier lang? Oh, das ist alles voll mit diesen Scheißstatuen. Komm, wir holen uns erstmal hier den Feuersänger. Au! Nicht beißen! Danke. Jetzt brennt unser Schwert, aber... was ist jetzt momentan? Boruko Dakama. Okay, können wir auch werfen. Ja. Ah, cool. Wir haben einen Schrein hier vor. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Beten wir mal nochmal. Beten wir noch und lassen uns Kraft geben für die kommenden Herausforderungen. Und jetzt würde ich gerne... ich glaube, Stufenaufstieg reicht sogar. Hallo? Achso.
genau, mit Steuerkreuz, was soll das machen? Ja, Schwerter, Bögen, Kanonen. Vor allem Sondereffekt schwerer Waffen und Rüstung zu aktivieren. Aha, Stärke. Ne, was wollte ich denn eigentlich machen? Doppelschwerter und Schusswaffen. Ninjutsu, Magie, Geist. Beeinflusst die Stärke deines Schutzgeistes natürlich auch nicht schlecht, aber wir gehen noch einmal zuerst hier. Ne, auf Ausdauer. Ne. Doch, Ausdauer. Komm, machen wir einmal noch Ausdauer. Wegen Leben und so. Legen und vielleicht können wir dann auch eine stärkere Rüstung tragen irgendwann, ohne dass wir zu lahm sind. Der, ich wollte gerade sagen, der sieht aus, als würde er leben. Komm her. Bummi, bummi, bummi. Nein! Ah. Gut, aber die sind eigentlich nicht so schwer. Nur so um die rumzirkeln am besten und dann von hinten angreifen. Ja, das war gerade ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte. Oh! Und dann keine Ausdauer haben, das ist noch besser. So. Gut, da ist nochmal ein Gott. Zeigen wir doch den Rückweg an. Oben ist ein kleiner Penner. Hoffentlich der einzige. Ja, leg dich schlafen. Super. Das mag ich an der hohen Haltung, diese Combo. Die ist richtig knorke. Ja, die Kulisse des Spiels finde ich atemberaubend. Das ist richtig geil gemacht. Also, das sieht sehr schön aus hier, diese Katakomben, ne? Also, nicht unbedingt schön, aber zumindest mal so irgendwie wie bei Tomb Raider, ne? Jäger verloren, Schätze und Kram und Döns, Gedöns hier. So, irgendwas hat mich doch noch, hat mich noch gerade was gesehen, oder war das nur er hier? Reicht ja auch, ne? Ah, man guckt ja diese Reichweite an. Boah, fuck it, ey. Wir sind in den Nahkampf gegen den. Dass wir ihn umzirkeln können, siehst du? Das ist definitiv besser als auf. Oh. Oh. Auf Abstand zu bleiben. Wir haben Donnergeschütz-Munition gefunden. Handgeschütz, dieses Handrohr. Und das war ja richtig heftig. Aber da sammeln wir jetzt mal ein bisschen erst Muni, bevor wir das noch wieder ausrüsten. Das brauchen wir nämlich für härtere Gegner mal ein bisschen schon von Abstand schwer zu verletzen oder so. Oh! Was? Hat da gerade noch jemand eine Bombe nach mir geschmissen? Aber ich sehe niemanden außer ihn hier. Nein! Jetzt hat er sich doch noch umgedreht. Hey! Boah! Fuck it! Hör doch auf, Bomben zu schmeißen, Mann! Wer ist denn das? Sehe ich nicht. Renner. Muss nicht aus. Lundenschloss. Gift Omarani-Anhänger. Wo ist denn dieser Bombenpenner? Was ist denn das da hinten? Ah, ich dachte schon Höllenhund. Ja, wo ist denn der? Da oben. Ach, da oben. Guck mal. So. Ausgeschissen. Nichts mehr mit Bomben schmeißen da für dich. Gut, so muss das gehen. So muss das genau reichen. Aha, guck mal nochmal was zum Plündern. Sehr schön. Wasseramulett. Aha, doch nicht so schön. Hier ist wieder so eine verschlossene Tür, ne? Mit der Kraft verschlossen zu sein, irgendwie stehen wir hier ständig vor Sackgassen. Kann auch sein, dass wir da nochmal zurückkommen für eine Nebenmission, um das hier zu lösen. So, sehr schön. Ja, ja, komm. Nein! Ich bin gegen die Wand gesprungen, verdammte Scheiße. Komm weg hier! Boah, der rastet wieder vollkommen aus.
So, jetzt reicht's mal. Gut. Bitzen, Osafune, guter Lack. Aha. Ja, wir können ja auch irgendwie unsere Frisuren noch ändern später oder so. Mittlerweile sind ja auch ein paar Updates raus. Keine Ahnung, was da alles dabei ist. Ich muss sagen, ich habe gar keine Patch-Notes durchgelesen. Ich habe nur gelesen, irgendwie soll auch ein weiblicher Charakter wohl rauskommen zum Spielen. Aber mehr weiß ich auch nicht. Muss ich mal noch nachgucken und euch das nachreichen. Oder vielleicht finden wir es ja auch so noch raus. Mal gucken. Ich habe jetzt einfach auf Spiel fortsetzen gedrückt. Deswegen keine Ahnung. Bin ja die letzte Zeit nicht so zum Aufnehmen gekommen. Da bin ich jetzt mal froh, dass ich ja momentan ein bisschen was machen kann. Muss auch einiges nachholen an Aufnahmen insgesamt. In Sachen Let's Plays. So, geht's denn hier noch lang? Hier waren wir noch nicht, oder? Ah doch, da ist der Schrein irgendwo. Da haben wir hier gestartet. Und dann ist das Spiel ein bisschen ruckelig. Das ist hier wahrscheinlich... Bräuchte man hier eine PlayStation Pro, damit es richtig flüssig... Ja, ich hab's geahnt. Dass hier richtig flüssig läuft. Apropos, da können doch die Gegner auch ansehen. Ja, das war klar. Das war blöd. Komm, komm, komm. Ja. Nein! Das war noch blöder. Ach, komm, ey. Ich will gar nicht so viel Lebensenergie verlieren. Boah, der war gut. Im letzten Moment. So, können wir hier nochmal plündern. Ja, ein Himoroki-Zweig. Der war eigentlich, glaube ich, ganz gut, so viel ich weiß. Kann ich mich dran erinnern. War das so ein Ding, das uns komplett heilt? Ich weiß es gar nicht genau. Oder irgendwas hatte der doch als Dings. Wo waren wir hier? Hier noch nicht, ne? Ne, hier sind noch viele Statuen. Da waren wir sicherlich nicht. Da geht es auch noch irgendwo lang. Die Ecke. Boah, das ist hier echt ein Labyrinth, da geht es noch hoch. Da war ja der Schütze. Schätze ich mal. Oh, da hat uns was gesehen da. Wow! Jetzt hatte ich noch mit einem super Reflex geblockt. Und dann hat er mich doch noch erwischt mit dem Nachfolgestoß. Scheiß Speerhannes. Komm, weg. Schieb dir deinen Speer sonst wohin. Aber ganz tief. Dass du vorne an der Klinge lutschen kannst. Da. Stein. Holz. Juhu. Habe eigentlich auf ein Dings gehofft. Elixier oder so. Ist da was von der Decke gefallen? Nee. Okay. Fällt nicht immer was von der Decke. Auch nicht in solchen Games. Auch wenn es fast schon normal ist. Oh, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Da ist auch noch so ein Ritter. Ja, danke. Komm, schneller! Boah. Immer diese Verzögerung, wenn die Ausdauer zu Ende ist. Ja. Hast dem Kaiser gedient, der hätte es besser mal mir gedient. Penner. Oh, oh. Ich hab's noch gesehen, aber da habe ich schon drauf gestanden. Gerade kurz abgelenkt gewesen. Geistigen Auge. Aber was ist denn das da? Ach, nochmal so ein Depp. Komm her. Will ich looten. Oh, ich hasse. Ich hasse sie. Nein! Wow, 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 wow. Komm her, ja. Wo sind die Druckplatte? Ja! Druckplatten-Gamer, Alter. ne? Penner. Du wolltest mich überraschen? Hast du den Falschen überrascht? Hab die Druckplatte zu meinen Gunsten genutzt. So lasse ich mich nicht überrennen. Da musst du eben auf schmerzhafte Art und Weise. Wo ist denn jetzt dieser kleine Krippel hin? Wo ist der jetzt hingerannt? Ja, der führt uns hier in sämtliche Gegner. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin, Leute. Es gab so viel hier, so viele Zwischenwege.
Das ist schon wieder so eine Druckplatte. Können wir die auch nutzen hier? Gegen ihn. Nee, leider nicht. Noch nicht. Jetzt fängt das Ding an! Scheiße! Och, Mann! Warum fängt das jetzt an? Ach, der steht auf der Druckplatte. Das zählt ja auch, Mann! Ich könnte weinen. Ein Scheiß. Naja, dann heißt, wir müssen uns wieder dorthin kämpfen. In der nächsten Folge. Falscher Knopf. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß und seid das nächste Mal wieder dabei. In den Karten Katakomben von Nio, euer Spooky 5. Bis dahin. Bye, bye, bye. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. I can do this all day. I can do this all night. I need an angel.